Im letzten Video haben wir BitTorrent Sync auf Windows installiert. Jetzt wenden wir uns Linux zu und installieren BitTorrent Sync auf Linux Mint. Funktioniert genauso dann unter Ubuntu. Ich öffne dazu das Menü und navigiere in die Paketverwaltung. Hier klicke ich dann auf Einstellungen und Paketquellen. Im nächsten Dialog klicke ich auf PPAs und auf neue PPA hinzufügen. Dann kopiere ich aus der Zwischenablage meine BitTorrent Sync Paketquelle, die findet ihr in der Videobeschreibung. Bestätige ich hiermit OK. Hier nochmal OK. Schließe das Fenster und klicke jetzt hier auf Neuladen. Sobald das abgeschlossen ist, kann ich hier die Paketverwaltung schließen, gehe dann ins Menü und öffne die Anwendungsverwaltung. Hier suche ich dann nach BTSync. Wir interessieren uns hier für die Desktop-Version und wählen deshalb BTSync GUI aus. Klicken hier auf Installieren. Nun ist BitTorrent Sync installiert. Wenn wir nun auf das Menü gehen, können wir es direkt starten. Rechts unten im Infobereich erscheint dann das Logo, im Moment noch ausgegraut, und hier kann ich dann auf BitTorrent Sync öffnen klicken. Und schon ist auch auf Linux BitTorrent Sync einsatzbereit.